Wie kommt man auf Sylt ohne Auto zurecht? Geht das überhaupt? Und wenn ja, wie? Dieser und weiteren Fragen gehe ich in dieser Reportage nach. Diesmal habe ich das Auto zu Hause gelassen und bin mit der Bahn angereist, um herauszufinden, ob es für mich machbar ist, auf Sylt ohne Auto auszukommen. Wird das klappen? Welche Einschränkungen oder Vorteile gibt es? Morgens um kurz nach 7 Uhr bin ich mit dem Zug der Deutschen Bahn von Wuppertal losgefahren. Die Koffer hatte ich schon vor der Reise durch den Gepäckdienst abholen lassen. So konnte ich mit nur kleinem Gepäck meine Reise antreten. Der Zug war pünktlich. Die Bahn-App, die ich mir schon vorher aus dem Internet heruntergeladen hatte, hielt mich stets auf dem Laufenden über den Reiseverlauf. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße alle zugestiegenen Fahrgäste im ICE nach Berlin-Ostbahnhof. Unser nächster planmäßiger Halt Hannover Hauptbahnhof gegen 9.32 Uhr. In Hannover musste ich umsteigen und kam völlig entspannt in Hamburg-Altona, meinem weiteren Umstiegspunkt, an. Für den Umstieg hatte ich mir genügend Zeit eingeplant. Kein Stau vor dem Elbtunnel, entspannt eine Tasse Kaffee im Zug genießen. Ja, sowas gibt es heute. Aus früheren Zugfahrten war das nur mit heißem Wasser aufgegossene Kaffeepulver nicht gerade eine Geschmacksexplosion. Dank Platzreservierung brauchte ich mir keine Sorgen, um einen Sitzplatz zu machen. In Hamburg-Altona ging es mit der Regionalbahn weiter nach Westerland. Für die rund 240 Kilometer lange Strecke benötigte der Zug rund 3 Stunden. In der oberen Etage der Doppelstockwagen genoss ich die kurzweilige Fahrt. Unterwegs kamen mir doch Zweifel, ob ich nicht doch besser das Auto mitgenommen hätte. Aber ich wollte es einfach mal ausprobieren. In Nübel brauchte ich mich nicht in die Warteschlange der Autofahrer einzureihen, die mit dem Autozug fahren wollten. Durch den Ausfall von 2 Zügen gab es in Nübel einen größeren Andrang von Fahrgästen. Aber es hielt sich alles in Grenzen. Die Fahrt bis Westerland über den Hindenburgdamm habe ich sehr genossen. In Westerland kamen wir deshalb mit nur rund 10 Minuten Verspätung an. In Westerland angekommen, ergoss sich ein wahrer Menschenstrom aus dem Zug und bevölkert die Insel. Ich hatte das große Glück, dass ich den Schlüssel für die Wohnung bei dem Vermietungsbüro abholen konnte, welche fußläufig zu erreichen war. Weiter ging es zur Wohnung, die ebenfalls zentral gelegen zu Fuß erreicht wurde. Der für mich obligatorische Gang zur Strandpromenade und der Blick aufs Meer ließen mich meine Gedanken um die Fahrmöglichkeiten auf Sylt eine Weile vergessen. Auf Sylt gibt es vielfältige Möglichkeiten, sich fortzubewegen. Sollte ich mir ein E-Auto, ein Fahrrad, ein E-Bike oder einen Scooter für die Zeit ausleihen? Ich entschied mich für den Bus. Die Sylter Verkehrsgesellschaft, also die SVG, bedient mit ihrem Liniennetz die einzelnen Orte auf Sylt. Außerdem möchte ich gerne die neue Sylt Go App ausprobieren. Der zentrale Omnibusbahnhof, kurz genannt ZOB, in Westerland, der sich direkt neben dem Bahnhof befindet, ist Anfangs- und Endpunkt vieler Linien.
Die Bussteige sind mit digitalen Anzeigetafeln ausgestattet. Außerdem steht eine Infostelle zur Verfügung. Von hier aus starten auch die Inseltouren. Ein empfehlenswertes Angebot. Bürgermeister Nicolas Heckel von der Gemeinde Sylt spricht in einem Interview mit mir über die Möglichkeiten der Fortbewegung auf der Insel. Es wird jetzt oft darüber geredet, den öffentlichen Personennahverkehr für Gäste kostenlos zu machen. Wie sieht es denn damit aus? Also wir sind in der Diskussion. Also ich persönlich finde es wirklich richtig, wenn wir den ÖPNV mit in die Kuhkarte integrieren könnten. Das heißt, wenn ich meine Kuhtaxe bezahle, ist auch da bereits ein Anteil für den ÖPNV drin. Ich finde, so eine Lösung wäre sehr, sehr gut. Ich weiß, dass wir über diese Themen schon lange, lange diskutieren. Auch schon vor meiner Amtszeit war das immer wieder Thema. Und man sucht nach Lösungsmöglichkeiten, wie man das wirklich gut hinbekommt. Und insofern weiß ich auch die Gespräche, dass das ein Ziel ist, das verfolgt wird. Kurtaxe ist ja immer ein kommunales Thema, da sind wir also mit dran. Es gab auch schon diverse politische Anträge, das zu integrieren. Die richtige Lösung wurde noch nie gefunden. Aber wir arbeiten daran, denn ich denke, wenn wir den ÖPNV in die Kurkarte integrieren, dann ist auch der Anreiz deutlich höher, mein Auto stehen zu lassen oder gar nicht mit dem Auto anzureisen, sondern direkt mit der Bahn anzureisen. Denn wie gesagt, unsere Infrastruktur kann diese ganzen Blechlawinen gar nicht aufnehmen. Wir müssen da wirklich umdenken. Und insofern, meine Unterstützung ist auf jeden Fall in jeder Richtung da, dass wir den ÖPNV auf Kurkarte kriegen. Nur wie wir es rechtlich und logisch gut hinkriegen. Daran arbeiten wir noch. Diesmal bin ich nicht mit dem Auto gefahren, sondern wirklich mit Zug bis hier nach Sylt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es war super entspannt. Ich finde es einfach gut, dass man da versucht, auch nicht irgendwo einen auszugrenzen, nach dem Motto, das sind die bösen Autofahrer, sondern wenn ich jetzt mit dem Zug hier auf Sylt bin, dann muss ich ja auch eine Möglichkeit haben, wenn ich kein Auto habe, wie komme ich auf der Insel weg? Und da kommt sicherlich die Sylter Verkehrsgesellschaft damit ins Spiel. Es kommen die Taxenunternehmer damit ins Spiel. Es kommen die ganzen Lieferdienste, alles das mit ins Spiel. Wie sieht eigentlich so aus Ihrer Sicht im jetzigen Stand die Mobilität mit Elektrofahrzeugen? Also nicht nur PKWs, sondern auch Lieferfahrzeuge, es gibt ja auch Lastenräder, es gibt Lasten-E-Bikes und all diese ganzen Möglichkeiten. Wie sind Sie denn auf der Insel aufgestellt? Soll das weiter ausgebaut werden oder was passiert in der Zukunft? Aber jetzt sind wir auf der E-Mobilität und von SVG bis Lieferdienste, bis Private läuft wirklich der Umstieg auf E-Mobilität sehr, sehr gut. Mein Name ist Silke Hasse, ich bin verantwortlich fürs Marketing und die Öffentlichkeitsarbeit der Sylter Verkehrsgesellschaft hier am ZOB bei wunderschönem Wetter. Und ja, wir haben knapp 40 Busse im Einsatz, die hier regelmäßig vom ZOB in alle Insel, die komplette Insel bedienen. Man kann hier also sehr gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln von A nach B kommen. So in der Sommersaison aller 15 Minuten haben wir die Hauptlinien bedient, sodass sie eben hier nach List oder eben in den Insel Süden nach Hörnum einfach kommen mit den Linienbussen. Ja, wenn Sie mit dem Zug zum Beispiel anreisen, ganz bequem vom ZOB, können Sie Ihre Endziel erreichen. Wie gesagt, Linienbusse fahren jeden Tag regelmäßig in regelmäßigen Abständen die komplette Insel an. Für den ersten Eindruck bieten wir auch täglich unsere Inselrundfahrten an. Einmal täglich, also einmal die kleine, einmal die große Inselrundfahrt. Da erfährt man Wissenswertes über die gesamte Insel. Und das kann man dann zum Anlass nehmen, um vielleicht den nächsten Tag dann individuell und alleine die Insel zu erkunden, eben mit der Nutzung der Linienbusse. Ganz neu und um das noch einfacher zu gestalten, haben wir eine neue App gelauncht, die heißt Sylt Go. Und mit der App, ganz einfach, die Sie sich runterladen können, kostenfrei, geben Sie einfach Startpunkt und Zielpunkt ein und dann können Sie entscheiden, ob Sie mit dem Linienbus fahren, ganz einfach in der App das Ticket zu erwerben. Oder auch mit dem Ridepooling Sylt Ride können Sie auf der Insel ganz einfach von A nach B kommen. Ridepooling ist ein System, das kennt man aus der Großstadt. Ein Fahrzeug holt Sie dann am Haltepunkt ab. Und wenn noch andere Fahrgäste auf dem Weg zusteigen, spart das natürlich oder kommt das der Umwelt zugute, da einfach
eine Strecke mit mehreren Fahrgästen geteilt wird. Was ganz schön ist einfach, dass man einfach eine Strecke am Strand läuft, zum Beispiel nach Kampen, schön am Cliff entlang und den Rückfahrt dann einfach über Sylt Ride. Ein ganz schönes Projekt, was wir in der Vergangenheit hatten, ist im Prinzip in Kaitum gewesen mit dem autonom fahrenden Bus, der kleine Navia. Kleiner Bus, autonom fahren durch den Inselort Kaitum. Das waren wir Teil eines Projektes, das ein Jahr lang lief. Wie viele Gäste damit befördern konnten. Und aktuell finden jetzt Auswertungen statt, um zu schauen, wie ein so autonom fahrender Bus im öffentlichen Nahverkehr eingesetzt werden könnte. Aktuell haben wir schon seit 2017 den Elektrobus im Einsatz. In diesem Jahr kommen 5 weitere. Die werden jetzt im Juni schon anfangs geliefert. Und das ist das große Ziel, Umbau des Betriebshofes mit Ladesäulen und Elektrifizierung der Fahrzeugflotte. Also die Verkehrsgesellschaft ist ein Privatunternehmen, also ist privatwirtschaftlich. Und auch unser Ziel ist es, den Individualverkehr zu minimieren. Jetzt erst kürzlich gestartet haben wir das Pilotprojekt Sylt Go Mobility Partner in Zusammenarbeit mit dem Tourismus, Service, Braderup-Wenningstedt. Und das Schöne ist hier, wenn Vermieter, Beherbergungsbetriebe, die mitmachen, die unsere Partner werden, für deren Gäste wird dann der öffentliche Nahverkehr, also Linienbus, für den gesamten Aufenthalt kostenlos sein. Ja, wir freuen uns, wenn wir Sie als Gäste begrüßen dürfen, wie gesagt. Inselweite Erreichbarkeit mit den Linienbussen, mit Sylt Ride, den Ride-Pooling-Dienst, alles vereint, auch einfach buchbar in der App Sylt Go. Und ja, ich kann nur alle einladen, sich auch die App runterzuladen, um einfach hier ohne Wartezeit sich ein Ticket zu kaufen und die Insel individuell und ohne eigenes Auto erkunden zu können. Heute habe ich die Linie 1 genutzt, um von Westerland nach List zu kommen. Nachdem ich gestern den Inselnorden, also bis Listhafen, gefahren bin, reise ich heute südwärts. Hörnum Hafen steht heute auf dem Plan. In Hörnum ist der südlichste Punkt der Insel erreicht. Jetzt geht es dann wieder zurück Richtung Westerland. Die meiner Meinung nach bequemen Busse der SVG machen das Reisen zu einer wahren Freude. Die meisten Busse der SVG sind auf die Mitnahme von Fahrrädern ausgelegt. Bitte beachtet, dass der Befestigungsbereich nicht breiter als 7 cm sein darf, da die Vorrichtung auf diese Breite beschränkt ist. Dies gilt unter anderem auch für E-Bikes mit Akkus. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass unbedingt vor dem B- und hinterher auch bei dem Entladen unbedingt die Sache bei dem Fahrer angemeldet werden muss. Wenn der Fahrer nicht weiß, dass ihr an der Haltestelle aussteigen wollt und euer Fahrrad mitnehmen wollt, kann es euch sonst passieren, dass das Fahrrad alleine spazieren fährt. Und das sollte man natürlich dann vermeiden. Mein Aufenthalt auf der Insel geht nun langsam zu Ende. Und so werfe ich nochmal einen sehnsüchtigen Blick auf die Promenade, den Strand, das Meer und die Strandkörbe.
Der Sonnenuntergang wird mir fehlen. Um 10.53 Uhr fahren wir mit dem IC Wattenmeer vom Bahnhof Westerland in Richtung Heimat. Der Zug läuft pünktlich ein, so verabschiede ich mich von der Insel und hoffe, bald zurückkehren zu können. Die Fahrt geht über den Hindenburgdamm wieder zurück Richtung Niebüll. In Niebüll stehen schon die Autozüge bereit, um weitere Gäste auf die Insel zu bringen. Die Niebüll zu bestiegenen Fahrgäste hier mit, dass sie auf dem Weg nach Karlsruhe mit halt unter anderem in Hamburg, Hannover, Kassel, Wilhelmshöhe und Frankfurt und wünschen eine angenehme Reise. Hier noch ein Hinweis, auch in diesem Zug ist das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung Pflicht. Zur kontaktlosen Fahrscheinkontrolle nutzen Sie bitte unseren Komfort-Check-In für Fragen und Informationen. Stehen mein Team und ich Ihnen gerne zur Verfügung. Und dann noch ein Hinweis zu unserem gastronomischen Service im Wagen mit der Ordnungsnummer 11. Im vorderen Zugteil befindet sich unser Bordbistro, wo Sie einen freundlichen Service-Mitarbeiterin gerne erwartet. In Kürze erreicht der Zug Hamburg Hauptbahnhof. In Windeseile erreichen wir Hannover. Jetzt müssen wir umsteigen in den ICE 856, der von Hannover nach Köln Hauptbahnhof fährt. Auch diesmal wird die Strecke und die Geschwindigkeit des Zuges optisch wunderbar für die Fahrgäste dargestellt. Ich bin diesmal in der zweiten Klasse gefahren und habe mich dort sehr wohl gefühlt. Bald sind wir in Hagen und von dort aus geht es weiter Richtung Wuppertal, unserem Endpunkt. In Wuppertal-Oerbarm können wir schon das Gerüst der weltbekannten Schwebebahn sehen. Auch bei meinem nächsten Besuch auf der Insel werde ich wieder diese Kombination von Deutscher Bundesbahn und SVG nutzen. Es hat mich persönlich überzeugt. Auf der Insel kann man hervorragend mit der SVG alle Punkte der Insel erreichen. Thank you.